Meier, Classy Vibe, gebraucht. Günstig. Der Preis war fair zu bekommen. Ordentlich benutzt. Modell 5 Jahre, 10 Jahre alt, muss ich mal gucken, weiß ich nicht. Richtig benutzt. Natürliches Relik. Und die werde ich restaurieren. Verkaufen kann man es eher nicht, dann ist das zu teuer, aber schauen wir mal direkt, was wir machen können. Also ich sag mal, hier, Tremolo war nicht dabei, das Originale. Das hier ist ein originales Tremolo. Und man kann sehen, das ist Mist, das kommt auch nicht mehr dran. Mitgeliefert hat derjenige dieses Teil. Die Platte ist wie bei einer Classic Vibe, die Reiter sind Mist. Und dazu war ein Tremolo-Block. Den vergleichen wir nochmal. Alleine schon mehr wiegt als das ganze Originalteil. Das ist schon mal nicht schlecht. Reinkommen wird aber dieser Fender Standard Mexiko Block, wenn man schon dabei ist. Dann werden wir mal schauen, die Tuner sind eigentlich original nicht schlecht, aber die hier sind ausgelutscht. Die werden wohl auch ausgetauscht werden. Und dann machen wir noch dieses Picard, warum unbedingt ein originales, werden ja ein Fender Humbucker mit zwei guten Single Coils kombinieren, eine schlaue Schaltung machen, eine die ich mag, die ich noch nicht habe, und dann schauen wir mal, was daraus wird. So, dann fangen wir mal an, wir lösen den Jack, um die komplette Elektronik abzuhaben, da dran zu können. Anschließend verlegen wir ein neues Hauptmassekabel, hier nehmen wir ein etwas starres Kabel. Hier drunter ist das geschraubte Body, um damit die Erdung zustande zu bringen. Und dann kommen wir auch schon zu dem, was geplant ist. Hier sieht man von Gittermod Rotsteingitters eine Zeichnung, die ich hier mal als Vorlage nehme. Die Anschlüsse am Switch sind gleich, Ton ist gleich, nur ich habe ein 33 Nanofarad Kondensator benutzt. Da oben steht No Load, Dial a Tap. Da habe ich einen Blender verwendet. Genauso tut es ein ganz normaler A500K oder 250K. Anschlüsse sind dann auch gleich. Nur rechts, da geht der nur auf Masse, das kann man machen. Und dann hat man ganz aufgedreht, halt einen reinen Single Coil. Ich habe rechts aber nicht ein Massekabel angeschlossen, sondern parallel geschaltet einen 1,5 Kilo Ohm Widerstand mit einem 0,56 Nanofarad Kondensator. Das ändert den Ton noch etwas und gibt einen besseren Single Coil Sound. Und dann wollen wir das mal zusammenbauen. Ich bin gerade bei der Montage des Pickups und dafür habe ich mir einen gebrauchten Fender Tex-Mex ausgesucht. Zwei ziemlich gute No-Name chinesische Alnico 5 Pickups, die setze ich öfters ein, die sind gut. Und dann wird sich mancher fragen, warum habe ich diesen, Anführungsstrichen, billigen Switch ausgesucht. Das stimmt schon, dass der billiger ist. Ist natürlich aber moderner als ein sogenannter klassischer. Und die Schaltung ist auch weicher, das ist nicht so hakelig. Manchmal sind die klassischen wirklich hakelig und das mag ich nicht so. Und das Ding hier kostet 1 Euro und ist einfach gut. Und deswegen wird der verwendet. So, hier ist das fertige Picard. Es wurde geerdet mit Silberfolie aus dem Baumarkt. Alles ist dran. Hier sieht man gut den verwendeten Blender und die Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand, was halt diesen schönen Blendeffekt und das Coil-Tapping erst möglich macht. Sieht immer ein bisschen wild aus, aber ist eigentlich ziemlich gut gelungen. So sieht das Pickup jetzt fertig aus und hier ist es schon eingebaut. Hier musste noch der Jack angebracht werden und natürlich das Tremolo.
Das Tremolo anbringen ist natürlich leicht mit 6 Schrauben, weil jetzt muss man dann hinterher gucken, dass man die richtige Spannung hat, dass es gut zurückgeht, aber sich auch gut bewegen lässt. Und das ist einfach Gefühlssache. Wie man hier sieht, benutze ich ein Werkzeug, das wahrscheinlich genauso alt ist wie ich und nicht mehr das Beste, aber es funktioniert. Schrauben das fest, prüfen hinten die Spannung, schauen vorne nochmal. Ah, zufrieden, na, dann läuft es ja. Hier noch eine kurze Rückblende. Den Jack habe ich gewechselt. Der Originale war halt sehr billig. Hier ist ein besserer drin. 3 Kabel sind dran. Halt die beiden vom Volumenpoti und das Massekabel vom Tremolo mache ich auch gerne direkt mit an den Jack. Dann kann man das Pickguard leichter demontieren, wenn man erstmal demontiert haben möchte. Wie gesagt, jetzt ist auch ein ordentlicher Jack drin. Und wenn man schon mal am Restaurieren ist, kann man auch diese Schwachstellen, die serienmäßig vorhanden sind, sehr gut beseitigen. So, hier ist die Gitarre fertig. Wie man sieht, der gebrauchte Humbucker. Ich habe nicht immer ganz so alte Kappen gefunden für die Pickups. Auch nicht so schlimm. Ich muss noch eins mal nachtragen zu den Tunern. Also am Anfang habe ich hier gesagt, die sind wackelig. Die wirkt noch so, aber da die Fender, die ich vor Ort hatte, nicht passen, der Schaft ist zu dick und geht oben hier durch die Ringe nicht durch. Nimmt man die Original Fender-Ringe, die passen nicht in die Bogen, müsste man die Bogen erweitern. Also das müsste man dann mit sehr gut mit Klusen, Locking-Tunern, dann könnte man das wunderbar erledigen. Aber da die nicht da waren, habe ich erstmal die alten ausprobiert und gucke da, die funktionieren einwandfrei. Es gibt überhaupt keinen Grund, da was zu ändern. Also da bin ich dann doch recht zufrieden mit gewesen. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Gitarre. Man hat sicher schon viele gerelikte Gitarren gesehen und ich finde, selbst bei Custom-Shop-Modellen von Fender für 2.500 Euro, sie sehen von Weitem ziemlich gut aus und wenn man daran geht, sieht man einfach, dass das gemacht ist. Bei ganz teuren sieht man es nicht mehr, aber das ist was anderes. Diese Gitarre ist benutzt. Man sieht, dass sie benutzt ist und dass sie gerne gespielt wurde und da sind ein bisschen Abschabungen hier und leichte Kratzerchen hier, auch mal ein bisschen was Tieferes. Und am Hals sind ein paar Einkerbungen in den Bünden. Nichts Dramatisches alles. Also, wenn man das wollte, ein besseres Relikt von Hand könnte man nicht machen. Das ist eine ganz fantastische Gitarre. Und ich bin da voll zufrieden mit. Und besser kann es eigentlich nicht sein. Ein wirklich super Teil.